Er nach Hanau, Halle, Kassel, München nicht genau hinschaut. Wer nicht hinhört, was der rechte Mob sich laut zu brüllen traut. Wer den braunen Terror abtut, nur von Einzelfällen spricht und die Serie nicht sieht, dem leuchtet nur ein trübes Licht. Zählt die Morde und Verbrechen, die im rechten Wahn verübt. Verweigert ihr die Wahrnehmung, dass euer Weltbild sich nicht rühmt. Wer von Einzelfällen Phase zählen nicht mal kann bis zwei und für jeden nur einen Strich macht, hat auf nem Blatt bald nix mehr frei. All die Einzelfälle schwimmen euch doch längst davon, pass auf, solche Einzelfälle hören selten auf. Und im Schützenhaus hat keiner was gemerkt. Es wird gefeiert, der Zusammenhalt gestärkt. Und wer dazugehört, ist mittendrin dabei. Da bleibt man unter sich, hält sich von Fremden frei. Wer nach Hautfarben sortiert und sich noch für was Besseres hält und aus totem Winkel Hirn verbrannt abstruse Thesen bellt, geistig dünn pfeift und versumpft in seiner kruden Theorie, wird für andere zur Gefahr mit seiner kranken Fantasie. Das Pack paktiert schon mit zu vielen. Wer schaut weg und sieht nicht hin? Mit Polizei, die unterwandert ist, hat Fahnden da noch Sinn? Dass die Bundesanwaltschaft früh viel mehr wusste, ist das wahr? Hält man Rechtsterror nur augenzwinkernd für eine Gefahr? All die Einzelfälle schwimmen euch doch längst davon, passt auf. Solche Einzelfälle hören selten auf. Und im Schützenhaus hat keiner was gemerkt. Es wird gefeiert, der Zusammenhalt gestärkt. Und wer dazu gehört, ist mittendrin dabei. Da bleibt man unter sich, hält sich von Fremden frei. Wann wachen Illner, Will und Maischberger aus ihrem Tiefschlaf auf? Wann hören Blasberg, Lanz, Konsorten mit dem Weichspülvorgang auf? Sie bieten denen nur ein Forum, die Wahrheit leugnen, Braun verdrehen und sich im Anschluss daran auch noch jammernd frech als Opfer sehen. Was muss denn erst wohl noch passieren, bis man Konsequenzen zieht, dass die Sonntagsreden aufhören und tatsächlich was geschieht und man Hetzer als das, was sie sind, als Anstifter ansieht, dass man Anstifter genauso auch als Beihelfer ansieht und man Beihelfer genauso auch als Mittäter ansieht. Dass man Verharmloser genauso auch als Terrorhelfer sieht.